Oh, ein Höfling. Wieso habe ich den kasarischen Höfling bei mir gehabt? Weiß ich nicht. Egal. No one knows what it's like. Mann, was einfach wegmachen. Oh, ich merke gerade, ich hatte noch einen Katholiken hier bei mir. Malta. Hast du jetzt dein komplettes Reich nach unserem Glauben geformt? Passt. Nur noch Malta fehlt. Ein kleines rebellisches Dorf im Mittelmeer. Wehrt sich gegen die westafrikanischen Einflüsse. Wehren können. Ich hab jetzt Pause. Ja. Okay. Komm mal runter, Melvin. Der hat mir eine Frage gestellt. Sieg. Was? Eroberung von Sind die schon mit einem Konstantinopel. zwei Duke-Titel gekommen? Das geht ja gar nicht. Okay, wie viel kann der ausholen? Okay. Martin, kannst du Alfred mal mit mir in einen anderen Channel moven? Mit wem? Mit Mit Alfred. Alfred. Alfred und dich? Ja. Okay. Beschwörungen. User was moved out of your channel. User was moved User out of your channel. Wir müssen sie beide töten. Wenn wir jetzt schon wieder Verschwörungen planen. User joined your channel. Gut. Können wir jetzt bitte ein Ist bisschen das weiter irgendwie immer laufen noch lassen, weil ich würde Es gerne den läuft, Krieg noch. Stormy, es läuft. Ja, ich würde aber auch gerne den Krieg noch gewinnen, bevor ich in ein paar Minuten zum Essen muss. Ist Alfreds Existenz nicht schon eine große Verschwörung, dass er immer auch existiert, wirklich? Der fällt ja immer wieder auseinander. Okay, wieso habe ich einen Bastard-Halbbruder? War das eine rhetorische Frage? Kann sein, dass er durch mich entstanden ist. Nee, der. Oder wenn du mit meiner Mutter irgendwie zusammen warst. Nee, ich war mit deiner Schwester, also ja. So, warte. Dieser Satz, ich war mit deiner Schwester. Wenn ich vorher sage, meine Mutter und er deine Schwester, was? Ja, warte, ich bin gerade am Schauen. Ich war mit euch einer von deiner Dynastie verheiratet. Das Die ist gehört ja auch die. nicht zu meiner Dynastie. Ist alles ein bisschen bescheuert. Oh ne, vorhin hatte ich das. Hat mich gerade jetzt jemand an. Toll, Blacksmith, sehr schön. Egal. Könnt ihr ohnehin nicht. Schon mit der Pause, aber ich habe hier 100%, okay. Forderung durchsetzen. Boom! So, jetzt kannst du kurz Pause drinnen lassen, ich muss mein Reich verwalten. Können wir mal weitermachen? Ich muss bis Ja. zum Essen gehen, noch 50 Sachen. Nee, nicht 50 Sachen, aber ich hätte gerne den Krieg fertig geführt, was ich jetzt auch geschafft habe.
Uduku, wie steht's um deine Alle Lusch, ich soll dich runtermoven, sagte Alfred eben. Soll ich's machen? Okay, mach mal. User was moved out of your channel. Wenn ich nur Prestige kaufen könnte. Ich verwaltet, oh, ich bin bedrohlich. So, ich bin kurz weg. Kann einer von euch bitte schauen, dass ich nicht pleite gehe? Ja. Ja, könnt ihr auch das Lelouch nochmal sagen? Sorry. Ich glaube, der hat, glaube ich, ja. Gut, bis gleich, ich beeile mich. Sag mal kurz Bescheid. User left your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. Ja, nur dich oder die anderen auch? Ich glaube die anderen auch, ich weiß auch gerade nicht. Ich habe mal Lelouch gefunden, ich habe euch jetzt auch mal zurückgemoved. Ja. Okay, gut, jetzt passt wieder alles. Okay, alles klar. Oh, ich sehe, Venedig wird fallen. Nein. Oh. Nein, nein. Niemals. Das ist dann endlich mal. Der Film hat ein. Warte mal, wieder gestartet. Bildung der Welt soll verbessert werden. Jeder ist willkommen. Ich muss jetzt endlich sterben, die geht mir so auf den Sack. Da, ich glaube, sie ist tot. Ach ja, ich glaube, ich sollte mal wieder Zypern plündern. Was ist jetzt mit dem Spiel los? Ich glaube, wenn das so weitergeht, kann ich nicht mehr mitspielen, weil es ist gerade extremst. Wer hat's gesagt? Vermelde, technische Probleme. Okay. Kann jemand einfach mal pausieren? Und pausiert lassen? Ja. Sehr schön. Warte mal, wieso habe ich... Natürlich ist gerade genau der Monat vorbei, dass ich nicht besser feiern kann. Ich habe eine Frage, wieso habe ich 1,0 irgendwas berittene Bogenschützen? Alfred? Ja? Willst du eigentlich hier einen Krieg anfangen mit mir? Warum? Was eroberst du hier bitte Rom? Ja, warum? Als nächstes erober ich Konstantinopel. Alter Alfred! Oh, das wird vermutlich die Kreuzzüge triggern.
Ja, das war mein Plan. Deshalb, was hat er erobert? Er will Rom erobern. Er will Rom erobern. Die Garde muss jetzt Rom verteidigen. Naja, also das war eigentlich mein Plan, dass ich jetzt die Kreuzzüge dadurch jetzt auslösen kann und dadurch dann anschließend auch meine eigenen großen heiligen Kriege machen kann, damit ich dann Schottland erobern kann. Ist klar, dass es noch 50 Jahre dauert? Okay, dann... Naja, egal. Erobern wir einfach mal so Rom. Ja. Warum? Ich meine, ich tue der Welt einen Gefallen. Ich erobere dieses Drecksgebiet und mache die ganzen Kulten platt. Der Welt einen Gefallen. Ja. Na, also ich meine, guck dir doch mal die Provinz an. Viermal Kirche. Das wird alles plattgewalzt, wenn ich da mal her einmarschiere. Moment mal. Ob der mich plündert, der Sack. Pam hat die ganze Zeit auf den Tasten drauf, Alter. Bin mal kurz pissen, bin mal eine Sekunde nicht da. Jo. So, jetzt geht's weiter, gut. Wieso hat der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches einen Anspruch auf die Magyaren? Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Wie zu klar. Und außerdem, Udoku, du bist sowieso vom Papst exkommuniziert. Ja, ich weiß. Hat er gerade in dem Moment gemacht, dass du ihn angegriffen hast. Ja, perfekter Zeitpunkt, um sowas zu machen, ey. Ja, weißt du. Sollte ich Verbündete zu mir rufen oder sollte ich andere exkommunizieren? Beides. Meinte er, er könnte mich einfach plündern. Wer? Ja. Wer plündert dich jetzt schon wieder? Meine Vasallenrepublik oder? Ja, dein scheiß Vasall mal wieder. Ah, wenigstens nicht die Republik, das ist jemand anderes. Bitte nicht verwechseln. Woll, außerdem hat er 300 Geld gekriegt. Oh, es gibt die Tanzwut auf Zypern, sehr schön. Meine Truppen möchten die Region plündern, wie schön. Sehr egal. Gut. Wobei, wenn die da rumtanzen, kann man doch die deutlich besser plündern, oder Martin? Vermutlich. Ich baue mir eine Schanze aus Holz. Und eine Schanze aus Scheiße. Yeah, yeah. Er sagte, du hast Schwein an der Meise. Wow, wow. Eo, eo. Graf von Lyon, Oberbritannien. Okay. Weißt du noch, Michael, die Zeit, wo es noch Oberkadi gab? Ja, es war schrecklich. Und das Reich niedriger Geburt? Niederer Geburt? Niedriger Geburt. Oder hier Gian Leone. Oh Gott, erinnere mich nicht daran.
wäre mein Herrscher nicht gestorben. Mann, hätte nicht mein ganzes Reich revoltiert. Vergesst immer so ein bisschen, dass Michael da ist. Das ist ein Problem, finde ich. Das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, so Tibet existiert. Ich, es ist gar nicht relevant, so ungefähr. Deutschland, was? Ist ja jetzt Deutschland rausgekommen. Na, passiert ab und zu. So, mit wem bin ich jetzt im Krieg? Mit Deutschland? Mit. Ah. Warte mal, guckt euch mal den Diplomatiekartenmus von Alfred an. Warte mal. Ein gefährlicher Aufstand tobt in Kent. Viele prominente angelsächsische Landinhaber haben eine Armee aus Bauern aufgestellt, die von den Kerntruppen erfahrener Soldaten trainiert und angeführt. Willst du mich verarschen? Ach nö! Weitere 5k? Direkt, wo mein Gefolge daran stationiert und zwar. Na egal, euch mache ich platt. Willst du? Nein. Nö. Weißt du, Witz ist, ich könnte Deutschland gerade zersprengen. Oh, erste Belagerung durch. Zypern wird immer auch geplündert. Alter, wie der Mongole plattgewalzt wird, das ist der Wahnsinn. Echt verarscht, warum ich denn kein Land hier. Ey, ich hab Durchfall. Das verstehst du falsch, du bist Durchfall. Du bist Durchfall. Das ist aber ziemlich beleidigend. Super, quälende Version, verstörende Vision. Erstmal schön Debuffs gerichtet. Gestorben. Noch besser laufen. Wie zum Teufel ist keine Republik? Wie ist es mein Vasall, der eigentlich eine Republik sein sollte, keine Republik? Keine Ahnung. Immer Magie? Ja, toll, ich bin am Arsch. Warum? Mein Herrscher ist gestorben. Willkommen, Club. Vasallen hassen mich jetzt gut. Und mein. Och nö, wieso war ich erst 2? Oh, 2 Rügen als ich, hallo! Weil du davor 1 warst. Jetzt bin ich gestresst. Davor warst du 2, doch jetzt bin ich 1. Wow. Eo. Och nö, das gibt's doch nicht. Ich hatte mit dem so viel Prestige angesammelt und wollte eigentlich immer ein Kaiserreich machen. Und damit ist der Mongole besiegt. Noch nicht, ich will erst seine 15k weghauen. Wieso kann ich dem Papst eigentlich nicht beitreten? Das verstehe ich nicht. Er hat dich exkommuniziert, vielleicht deshalb. Nee, ich bin nicht exkommuniziert mehr. Also für das Let's Play hätte ich jetzt gerne den Einschnitt, wo die Khans auf den Lannister zutropft. Meine Hauptstadt. So, Martin, jetzt ist der Mongole. Ach nee, da kommen ja noch mal das Ibenka. Oh ja, ich hab den Krieg eh gewonnen. Moment, ich bin erwachsen geworden.
Ja, jetzt kommt eine gefährliche Fraktion. Mann. Willst du gucken oder was? Alter, ich bin sowas von keine Ahnung, Arsch. Aber ich könnte es irgendwie anbieten, warum auch immer. Guck mal auf seine Einheiten so. Dann kriege ich noch vielleicht was vom Kuchen ab, ne? Versteht? Ja, das gibt's doch nicht. Monatliche Einnahmen plus Stark. 1, weil ich so einen kleinen Pimp hier auf dem Thron hab. Vorher hatte ich 30. Alfred, wie sieht's aus? Können wir weitermachen? Moment. Nee, gerade nicht. Warte, Alfred warte, merkt, dass er den größten Fehler seines Lebens begangen hat, als er den Papst angegriffen hat. Noch nicht. Ja,